Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es wird Zeit für einen Jahresrückblick. Wir sind schneller hoffentlich als Günther Jauch, Thomas Gottschalk und wie sie alle heißen. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir gedacht, wir machen einen besonderen Jahresrückblick, weil wir ein Q&A gleich mit dazu machen. Fragen haben wir euch gestellt gehabt. Stellen euch noch was vor, was wir bekommen haben vom Thorsten. Genau, was wir ziemlich cool finden, muss ich ja sagen. Ja, und das alles geht wann so richtig los? Nach dem Intro. Ja, wie fangen wir so einen Jahresrückblick 23 an mit Q&A und alles? Erstmal vielleicht was ganz, ganz langweiliges, weil wir die richtigen tollen Fragen, die kommen noch. Ja, ja, deswegen müsst ihr dranbleiben. Genau. Einfach mal was Statistisches für euch und was uns wirklich, trotz allem, was uns dieses Jahr widerfahren ist, stolz macht. Wir haben bis Jahresende, sage und schreibe, 82 Videos in diesem Jahr veröffentlicht. Ja, das und das, obwohl wir eine gute Sommerpause gemacht haben. Das war doch nicht schlecht, da hat man doch eine Menge Arbeit gehabt. Ne? Rechnet das mal runter, das sind mehr als ein Video pro Woche, was wir tatsächlich gemacht haben. Mhm. Und richtige Knaller kommen noch, versprochen. Ja, 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 das wird lustig, ne? Glaube ich. Und für euch heißt es einfach, also wenn ihr wirklich Bock habt und nicht jedes Video dieses Jahr gesehen habt, circa 20 Stunden Nonstop Unterhaltung. Yay! Gelaber, Gelaber, Gelaber. Gott, könnt ihr nachsehen. Und, ja, und das ist das, was uns stolz macht. Und wir jeden Einzelnen begrüßen und freuen uns, dass unsere altbekannten und langjährigen Abonnenten uns weiterhin die Treue halten. Aber wir begrüßen wirklich dieses Jahr über 1.100 neue Abonnenten. Ja, vielen Dank auf jeden Fall und herzlich willkommen. Und natürlich, ja, lasst auch ihr immer ein Abo da. Ne? Das könnte immer mehr werden. Genau. Auch wenn ihr uns vielleicht guckt, aber kein Abo da lasst, das ist ja... Gerade ist ja, weil ja nix, Google dies Jahr was macht, viele Konten sperrt, also wenn ihr da nicht mehr drin seid, könnte das für uns auch, für alle YouTuber, große Herausforderung geben. Das wird spannend, bestimmt. Aber das ist dann nichts, ja. Auf jeden Fall herzlich willkommen, dass ihr auf euren Kanal sind. Es freut uns, dass ihr den Weg gefunden habt und wir hoffen, dass wir euch immer weiter gut unterhalten können. Ebenfalls dies Jahr haben wir die 1000 Abonnenten-Marke bei Instagram geknackt. Hey! Ja, sind jetzt bei über 1100. Jetzt werdet ihr sagen, sag mal, Schwindi, ist doch nichts zu feiern. Entschuldigung, wir freuen uns darüber. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, der kommt, weil wir sind klein. Wir wollen nicht der große Kanal sein, das ist uns zu stressig, aber wir freuen uns halt darüber. Und das Miteinander klappt bei uns ja auch super toll, bei allen, also alle, die Kommentare schreiben und also es ist immer schön und es gibt immer tolle Tipps und so weiter. Also man muss ja auch sagen, also wir haben sehr, sehr wenig Leute, die mal einen doofen Kommentar hinterlassen. Außer wir haben ganz, ganz interessante Themen, ja, über gut, die das wir ist halt so natürlich trotzdem berichten werden. Trotzdem brechen werden und glaube auch hier im Jahresrückblick werden wir es ein bisschen mitmachen. Mhm. Und ich glaube, ich habe jetzt eine gute Idee für uns. Ja. Wir haben nämlich theoretisch 6 Fragen bekommen. Es läuft noch nicht so ganz mit Q&A, Frage und Antworten. Das ist einfach gleich für euch. Wenn ihr Fragen habt, die wir unbedingt mal beantworten sollen, dann einfach in diesem Video drunter kommentieren. Am besten macht ihr so ein Hashtag Q&A, also Hashtag QA und dahinter eure Fragen, dann könnten es nochmal welche werden. Sonst, tja, dann halt nicht. Ne? Ja, aber es waren ein paar interessante Fragen dabei und wir wollen auch darauf antworten. Genau. Und wir werden Folgendes jetzt machen. Es sind, wie gesagt, 6 Fragen. Das heißt, wir können immer 2 Monate im Jahresrückblick machen und eine Frage beantworten. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal, oh Gott, auf den Januar und Februar zurückblicken. Auweia. Los geht's. Ich blicke als erstes auf den 1. Januar dieses Jahr zurück. Wieso? Achso, nee, der war schön. Das war mit Wumms. Ja, mit Wumms ging's in Knallbing. Da waren wir doch in, wie hieß der Ort? Landshut, ne? Landshut. Wir waren ins Landshut, da haben wir Silvester gefeiert. Das war toll. Richtig schöner Platz. Also wir sind da noch völlig erfreut und super in das, obwohl wir ja schon wussten, irgendwas stimmt mit Buggy nicht. Buggy ist krank, das wussten wir ja schon. Wir hatten Teddy.
War eine schöne Reise mit genau. ihm. Ne? Wir wussten nicht, was mit Buggy ist, was natürlich auch richtig toll ist. Und damit ganz, ganz, ganz liebe Grüße an Miro und Basti. Yeah, denn dadurch genau. haben wir eine Woche noch richtig tollen Urlaub gehabt, nachdem sie ja mitbekommen, dass ihr Reifen wintert. Ich möchte hey! Das nochmal erwähnen. Auf jeden Fall, das war cool, dass wir sie Anfang des Jahres und mit denen haben wir ja auch im Sommer nochmal was gemacht. Kommen wir noch dazu. Mhm. Ja, und dann Hiobs Botschaft in Erding. Wir wollten in die Therme und da hieß es auf einmal. Genau, und wir hatten keinen Voll in die Fresse. Ja, das erste Mal voll in die Fresse. Das war noch nicht mal voll in die Fresse. Wir dachten, es wäre voll in die Fresse. Ja, aber es war gar nicht. Ja, da hieß es von wegen Dieselpest. Ja, wir müssen mal alles neu machen, was so mit der Dieselanlage genau. betrifft. Genau, 10.000 Euro. Nee, das geht so. Ja, ich hätte das jetzt auch mit dem Geld gemacht, den 16 Euro. Aber dann wären wir schnell durch gewesen. Ja. Und dann, das habt ihr alles mitbekommen. Ihr könnt die Reihe anschauen. Das hat sich ja dann bis zu 32.000 Euro mal hochgegangen. Also Fiat, das ja. war wirklich der Downbreaker, der Game Changer. Bah. Oh Mann. War richtig kacke. Naja, aber es wurde dann auch wieder besser. Es ging bergauf. Es ging bergauf, genau. weil wir einfach eine super geniale Werkstatt in Hemeler Wald haben. Genau, und falls ihr wirklich mal eine Werkstatt sucht, hier in der Nähe, fahrt gerne zu Autohaus Balke, die sind wirklich gut. Richtig tolle Mannschaft. Die bemühen sich immer, egal wie, wo, was und holen sich notfalls auch Hilfe von woanders her, aber genau. ihr werdet dort... Sie haben gute Partner, sie genau. haben auch Partner, was mit Fiat angeht, also auch die Stellantis Group, also Richtig. tolle Werkstatt. Also auch wenn mal wirklich ein Spezialfall ist, dass man wirklich, dass es die Unterstützung von Stellantis braucht, kriegt man die dort. Genau, also können wir euch empfehlen. Und das war unser Lebensretter im Endeffekt. So, ja. dass wir sagen konnten, also A, wir waren ja auf Messen, wir waren auf der O, wir waren auf der ABF und wir waren auf der CMT. Auch das waren tolle Messen. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder auf Messen gehen können. Richtig. Und ja, am 24. Februar nach 88 Tagen war Buggy wieder bei uns. Mhm. Und wir haben uns tierisch gefreut. Ja. So. Das würde ich die Kurzfassung. Und jetzt die erste Frage. Richtig. Die wir die bekommen haben. Die finde ich am spannendsten. Die findest du echt am spannendsten? Ja. Ja, weil wir auch zu dem Zeitpunkt unterwegs sein werden. Ja. Ja, das ist schon auch mal ein Spoiler. Der Thomas hat nämlich die tolle Frage gestellt. Wie wird das Wetter nächstes Jahr im Mai? Geile Frage, wirklich. Echt toll. Aber wir sind ja nicht deppert. Wir haben Köpfchen. Ja. Und fragen einfach meine KI. Mhm. Und die Antwort darauf ist, basierend auf den statistischen Daten der letzten 10 Jahre kann man allgemeine Trends erkennen. Aber es ist wichtig zu beachten, Aha. dass das Wetter von vielen Faktoren natürlich abhängt und sich von Jahr zu Jahr unterscheiden kann. Also in Deutschland kann das Wetter im Mai variieren, aber typischerweise ist es eher mild und warm mit gelegentlichen Regenschauern. Aber es ist jedoch nicht möglich, mit absoluter Sicherheit vorherzusagen, ob das Wetter im nächsten Jahr wärmer oder regnerischer sein wird. Es ist immer ratsam, sich kurzfristige Wettervorhersagen anzusehen, um genaue Informationen zu erhalten, wenn der gewünschte Zeitraum näher rückt. So, lieber Thomas, jetzt weißt du, wie das Wetter nächstes Jahr wird. Und zwar nur in Deutschland, weil deine Frage war nicht präzise genug. Genau. Gut, Zeit, yeah. dass wir auf März und April einfach mal blicken, ne? Ja. März, April. Okay. Ja, da waren wir wieder gut on Tour, hatten ja. Ostern und ja, da gehen wir schon mal Joachim so im Vorfeld an. Ja, es war Ostern und Buggy meldet sich wieder zu Wort. Genau, haben wir so die ersten 1200, 1300 Kilometer gemacht und schon piep, Motor kontrollieren lassen. Ja. Dann gehen wir noch drauf aus. Wie gesagt, Joachim hat da eine Frage gestellt. Auf jeden Fall, das war auch. Ja, ja. Ich bin 40 geworden. Naja, ein Grund zum Feiern. Grund zum Feiern. Oder auch nicht. Ja, du hast Geburtstag, also ist ein Grund zum Feiern gehabt. Ich bin noch nicht gewesen. 40. Ach, das ist doch egal. Feiern kann man immer. Obwohl, ja, seitdem ich 40 bin ich, habe ich jede Krankheit und bin älter. Ich habe Krankheiten dieses Jahr gehabt, das glaubt ihr nicht. Tja, ich so werde es auch nicht halt. Hinhergehen. Was aber auch schön war, das war ja auch Anfang März, da haben wir Jörn und Marc von den Hannovens kennengelernt. Genau. Und haben auch in diesem, also März, das erste Treffen gemacht. Es gab mal
April weitere Treffen im Bereich. Das war schon und schön. Das war richtig cool. Also die Hannoverans, wenn ihr aus der Region Hannover seid oder immer gerne in Hannover seid, also wenn ihr nicht da wohnt, sondern da einfach gerne seid in der Region, dann seid ihr in der Gruppe sehr gut aufgehoben. Genau, empfehlen wir euch Facebook Hannoverans, ist mal verlinkt. Ist eine tolle, lustige Truppe. Ist viel erlebt worden. Mhm. Kommen wir wahrscheinlich in diesem Video noch dazu. Das ein oder andere Bild seht ihr ja immer wieder eingeblendet. Ich freue mich jetzt schon darauf. Ich muss das alles dann noch vorbereiten. Oh Gott. Na ja, das machst du doch gern. Das war aber März, April. Ja, nichts Spannendes, sage ich mal. Also wir haben die ersten Reisen wieder mit unserem Van auf jeden Fall gemacht. Haben ihn getestet und hatten den ersten Fehler. Und wurden auch, ich sag mal, bei Balke definitiv gut. Immer wieder gut betreut. Genau. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen springen, weil es sonst aber irritieren wird. Wir nehmen mal die Frage von Manuela. Hm. Was habt ihr Weihnachten und Silvester geplant? Jo, das wird ziemlich spannend, wenn alles gut geht. Das muss man auch immer sagen. Auch so, nicht nur, dass es uns gut geht, natürlich auch, dass es dem Auto gut geht. Dass Buggy gut geht. Dass es auch alle anderen Faktoren passen, werden wir in Richtung Winter unterwegs sein, aber nicht in Richtung Süden. Ja, das hatten wir ja letztes Jahr und sind kläglich gescheitert. Genau, wir haben da mal gedacht, wir versuchen uns mal in die Gegenrichtung. Also werden wir Richtung Norden fahren und es soll Norwegen werden. Es wird zwar nur in Südnorwegen, aber in Südnorwegen sind jetzt im Moment Prognosen so von minus 14 Grad. Also auch schon nicht so und schlecht am Tage für diese Woche minus oder nächste 5 Woche. Bis 10 Grad, ne? Also es wird. Ja. Es soll Schnee liegen. Für euch, was ihr gerade nicht wisst, hier draußen liegt auch Schnee. Ja, man sieht es leider nicht, aber vielleicht kannst du ein Bild einblenden. Ich habe ein paar gemacht. Ja, spätestens vielleicht, wenn morgen ein bisschen heller war, aber wir sind schon spät angekommen heute hier. Genau. Auf jeden Fall, das ist unser Plan. Wir wollen Weihnachten tatsächlich in Norwegen verbringen. Der höchste Punkt wird Oslo sein, dann geht es wieder runter, weil genau. Wir haben nur Zeit bis zum 3. Januar. Wir haben so anderthalb Wochen und das wird schon eine sportliche Sache, aber wir werden halt am 21. nach der Arbeit noch viele, viele Kilometer, genau. 700, machen, dass wir Hürtals oben sind und dass wir dann nächsten Tag die Fähre auch gleich nehmen können und dann das Vergnügen losgehen genau. kann. Und das meinte Stefan, es müssen mehrere Faktoren sein, weil wenn allein ja. der Faktor Fähre ausfällt, ja, dann kommen wir da nicht rüber. Ne? Dann werden wir Dänemark machen. Das ist Plan D. D. Ja, D. D. Wie Dänemark. Wie Dänemark, stimmt. Dazu dieses und wir springen in unseren Jahresrückblick in die Monate Mai und Juni. Mhm. Er hat Probleme, aber ich werde gleich etwas sagen und ihm wird es bing wie Schuppen vor den Augen fallen. Ah. Ach, jetzt schon? Nee, noch nicht. Egal. Noch nicht. Ja, wir können nämlich anfangen mit dem 1. Mai, denn da haben wir ein erstes längeres Wochenende oder ein Wochenende verbracht mit zwei so super, super coolen Frauen. Ah, jetzt hat's Bingo. Genau, gemacht. Die haben uns, und echt danke, dass ihr das getan habt, auf der O angesprochen. Ja. Wir folgen uns bei Instagram, aber man weiß ja, Instagram, man folgt sich da, aber man spricht nicht miteinander. Mhm. Sie haben uns angesprochen, wir haben uns wunderbar unterhalten, haben einen Vortrag, den wir hören wollten, nicht gehört. Danke, ihr beiden, dass ich das nicht machen konnte. Naja, aber nicht so schlimm. Richtig cool, im Mai haben wir ein tolles Wochenende in Büsum auf dem Nordsee-Camping in Lee genau. verbracht. Den Stellplatz empfehlen wir euch auch, ist richtig cool. Gibt es das ein oder andere Video auf unserem Kanal, auch in dieser eine Kompaktrundgang. Der geht knappe 6 Minuten, also weitaus kürzer als dieses Video hier. Und wörtlich Britta, Andrea, so heißen die beiden. Genau, liebe Grüße an der Stelle. Genau, Britta ist ja die linke Hand des Teufels. Also deine linke Hand. Psst, das soll jetzt keiner wissen. Auf jeden Fall war richtig cool. Und im selben Monat, Ende, also zu Pfingsten hin, haben wir ein richtig cooles Wochenende, verlängertes Wochenende mit den Hannovans verbracht. Ah, also 6 genau. Vans waren wir. Das und war auch toll. Das war feuchtfröhlich. Feuchtfröhlich. Ich musste zum ersten Mal in meinem Leben Buggy fahren. Ja, das weil der Junge hier gesoffen hat, mir zum geht nicht mehr. Das Bild zeige ich euch. Ja, das wird noch. Wenn ihr euch der Vorstellung. Nochmal dieses Jahr. Der andere, das ist Jörn, genauso schlimm. Echt unfassbar. Die beiden haben die Strafe bekommen. Ich sage mal, es war rot. Andere haben im Bett ist verbracht und sich nicht rausgetraut. Wir waren wenigstens vorm Van.
Meinst du Marco? Richtig. Wir wollen ja keine Namen nennen. Nein. Auf jeden Fall war das ebenfalls richtig cool. Und jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, sonst im Mai haben wir die große Freude gehabt, ich muss mal kurz zurückspringen, dass wir mal auch eine Zwangsregeneration hier mit diesem Fahrzeug machen mussten. Wir haben das mal ausprobiert, direkt genau. Direkt unter der Kühlbrandbrücke, finde ich ein sehr toller Ort dafür. War schön laut. Und wir waren zum ersten Mal, also ich war zum ersten Mal auf Helgoland. Ja, das war auch richtig schön. Geilem Wetter. Da haben wir richtig Glück gehabt. Ja, also da haben wir Buggy ganz kurzfristig wieder bekommen, weil das war alles wieder so ein Hin und Her. Aber das ist genau das Ding. Die Werkstatt ist geil, weil sie versuchen echt dazu zu kommen, dass du während der Reise oder beziehungsweise dass du zu dieser Reise wieder los kannst. Also genau. Da wird viel, viel gemacht. Da gibt es auch wirklich die Tipps, was kann man denn machen, auf was soll man drauf achten, richtig. Damit man halt auch wirklich reisen kann. Denn manchmal ohne die hätten wir dieses Jahr nicht viel mit Buggy gefahren. Weil der Fehler steckt in Buggy im Detail, kann man sagen. Ja, sonst Juni haben wir uns dann schon so langsam in die Sommerpause verabschiedet, weil wir genau wussten, es ist schönes Wetter. Da war auch noch schönes Wetter, weil es waren keine Sommerferien. Mhm. Ne? Oder meine Kollegin, die ja meinte, nach Ägypten fliegen zu müssen, um mit ganz schlechtem Wetter zurückzukommen. Aha, ja, das ist ja ganz so doof. So ist das manchmal. Ja. Frage dazu. Perfekt. Stefan, von Sabine? Von Sabine, ja. Wie sehen, na, Luca sollst das beantworten, ich stelle die Frage. Na dann los. Kinder. Wie sehen eure Reisepläne denn für nächstes Jahr aus, Stefan? Ich glaube, das wird ziemlich spannend. Wir werden nächstes Jahr auch in den Norden fahren, in eine etwas, wie soll ich sagen? Also ich fahre in den Westen, warum fährst du nur in den Norden? Machen wir getrennt Urlaub? Naja, es ist ja Richtung, ja, West, Nordwest. Naja, Nordwest, ne? Aber es wird das Klima werden wie Norwegen. Das können wir euch schon mal sagen. Und es wird nämlich das Land sein. Von Harry Potter. Ja, richtig. Also Schottland. Wir werden also nach eigentlich ist es England, aber Harry Potter, da fährt der Hogwarts Express. Genau, es gibt ja viele Drehorte und so weiter. Und da ist ja dieser Hogwarts Zug, genau, der Hogwarts Express. Also werden wir das zehnmal hintereinander und das schnell. Nee, oder? Das kriege ich nicht. Oder brauchst du Wein? Nein, das lassen wir lieber. Also es wird nach Schottland auf jeden Fall gehen. Und wir werden, so wie alles geplant ist, so etwas mehr als 3 Wochen Zeit April haben. Bis dann wirklich bis nach Pfingsten. Aber wir müssen ja auch 4 Kilometer hoch und 4 Kilometer wieder runter. Ja, aber wir werden, so wie es der Plan ist, wahrscheinlich von Amsterdam bis nach Newcastle eine Fähre nehmen. Richtig. Damit wir viele Kilometer schon mal sparen können. Richtig, genau. Und dann geht das nur noch ein Stück durch England dann durch und dann hoch. Und das sind eigentlich unsere einzigen großen Reisepläne, wie seit Anfang des Jahres noch Norwegen. Ja. Dann wollen wir zur CMT. Sofern wir, naja, da sind wir ehrlich, wenn wir akkreditiert werden, dann fahren wir dahin. Ja, sonst Messe, Caravansalon haben wir wieder geplant. Genau. Und dann versuchen wir viele Wochenenden, wenn alles gut geht, vielleicht schöne Wochenenden in der Hannovens-Truppe zu machen. Und halt darüber hinaus, wir lassen uns einfach mal überraschen. Richtig. Kommen wir mal zu Juli, August. Und da haben wir YouTube-mäßig relativ Sommerpause gemacht, weil wir halt viel unterwegs sein wollten und sehr interessant. Wir sind sehr gute YouTuber. Ich muss uns einfach loben. Wir machen Sommerpause und machen extrem viele Sachen, wo man hätte mal die Kamera rausholen sollen. Ja, das war ziemlich doof. Weil wir haben echt viele Sachen da erlebt und die Kamera, die haben wir ausgelassen. Auch Sachen, die wir halt noch nicht gemacht hatten und so weiter. Also es war ein bisschen schade, dann wiederum hinterher, aber wir brauchten irgendwie auch diese Pause. Wir haben für uns die Pause gebraucht und das war's. Aber Highlight natürlich ist zum einen, und das passt zu unserem Jahresrückblick, weil ihr werdet sehen, es war ziemlich ab. Stimmt gar nicht, ich war ziemlich down und es ging ab. Wir haben Up and Down Vanlife gemacht. Also liebe Grüße, Frank, Barbara, ne? Was? Barbe. Barbe. Der Name ist Barbe. Ja, Barbe. Wir werden den Namen auch nicht wieder ändern. Frank ist okay. Frank ist schuld. Auf jeden Fall, das war ein richtig tolles Up and Down Vanlife-Treffen in Winterberg. Haben so viele tolle, nette Leute dort kennengelernt. Und es war richtig schön. Wetter, naja, kühl, windig, es hätte wärmer sein dürfen, es definitiv. Es war richtig Wohlfühl.
Atmosphäre. Atmosphäre war definitiv richtig toll. Und wir hoffen ja noch auf ein Treffen mit Barbara und Frank. Also wir haben ja schon gesagt, wahrscheinlich müssen sie in Harz kommen. Wobei sie wissen noch nicht so ganz, dann doch wieder. Weil so ein Treffen ist schon Arbeit. Das muss man sagen. Das weiß ich selber aus anderen Sachen. Ja, sonst haben wir eine schöne Kajaktour mit den Hanovens gemacht. Da werden wir, das wollen wir vielleicht nächstes Jahr auch nochmal machen, aber dann definitiv nicht, wie Jörg auf die Idee kommt. Ja, Jörg war unser Organisator, der hat das an dieser Stelle auch liebe Grüße. Der hat das super gemacht. Und der hat das super gemacht. Es war halt nur, ich sag mal, mehr gegen die Strömung. Also wir sollten halt auch uns das Essen verdienen. Und ehrlich gesagt würde ich diesmal versuchen, das kürzere Stück gegen die Strömung zu machen. Dann verzichte ich lieber auf das Stück Torte, was wir zwischenzeitlich hatten, aber dann andersrum. Jetzt wird er sich denken, das sind beide. Ja, aber ich glaube, den anderen ging es auch ähnlich. Das weiß ich nicht. Die haben die Klappe ja nicht aufgemacht. Ja. Aber uns ist das egal. Wir sind und das. Sonst natürlich, was war noch? Caravansalon 2023 mit zum allerersten Mal standen wir auf einer Bühne. Genau, auf einem Vortrag. Also das hat uns, also mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht. Ich kann mir das für nächstes Jahr wieder vorstellen. Schauen wir mal. Ja, mir hat es ja auch Spaß gemacht. Dir hat es auch Spaß gemacht, genau. Wir werden dich diesmal ein bisschen mehr einbinden, natürlich. Das weiß ich. Ich bin der Quatschkopf. Ja. Ich werde wieder quatscht. Ja. Nein, auf jeden Fall. Und unser Moderator. Super. Sehr geil, wirklich. Ich habe gerade ein Namensproblem, ehrlich gesagt. Herr Maus. Tut mir leid, ich weiß ihn auch gerade nicht. Ja, egal. Herr Maus. Genau. Wird eingeblendet, genau. Nein, auf jeden Fall super. Aber und das muss man schauen, ob das passt. Wir sind ja in Schottland. Vielleicht gibt es auch zwei Vorträge. Ja. Wenn die Messe uns überhaupt haben will. Das muss man ja dazu sagen. Wir tun immer so, als wenn das dann von vornherein so wäre. Ich glaube schon. Sie hatten ja schon Interesse. Oh Gott, bist du arrogant. Ist der arrogant. Sie hatten aber schon Interesse. Da ist er. Da ist er. Den werden wir nie wieder los. Ja. Sie hatten schon Interesse an dem Vortrag angekündigt. Also von daher muss wohl nicht so ganz kacke gewesen sein. So. Genau. Frage. Jetzt wird es schwierig, weil ich bin noch nicht ganz... klar, wen wir da nehmen, aber ich mache einfach die Frage von Basti. Basti hat nämlich gefragt, hat sich der Spritverbrauch, nachdem die Reifendrucke sich geändert haben, verändert? Nein, haben sie nicht. Also wir haben zwar immer mal steigend und fallende Spritverbräuche, das liegt aber eher daran, dass man mal bergauf fährt oder eine Strecke hat, die halt nicht eben ist. Du musst halt langsamer fahren oder sowas. Da ist das vielleicht unterschiedlich oder mehr Landstraße statt Autobahn. Aber so generell habe ich gar nichts davon gemerkt, dass sich da Spritverbräuche geändert haben. Wir haben andere Sachen bezüglich Spritverbräuche. Ja. Dazu aber später mehr. Später noch was. So, und dann würde ich sagen... Gucken wir uns die nächsten Monate an. September, Oktober. Jawohl. Ja, zu September und Oktober, also September, kommen wir doch zu unseren Jungs Sebastian und Miro. Bevor wir da anfangen. Ja, haben wir noch eine andere Reise gehabt? Nö. Wir waren aber und haben uns getroffen mit Iris und Uwe. Stimmt. Denn Grüße an der Stelle auch wieder. Kann man ja so sagen, unser Glück in deren Unglück war ja ihre Katze... Ja, meinte, leider einen Unfall gehabt zu haben. So hatten wir aber die Chance, zumindest die beiden zu treffen. Hat einen richtig schönen Abend, haben endlich Elva rausgespielt. Und Mensch, ärger dich nicht. Das, was sie uns nämlich mal zulassen. Wo wir dieses Fahrzeug bekommen haben. Genau. Wo wir Buggy bekommen haben, sollten wir uns nicht so ärgern, dass das alles nicht so funktioniert hat. Also jetzt kann es nur besser werden. Wir haben es jetzt gespielt. Genau, haben wir es gespielt. Jetzt wird alles super. Und da haben wir ja, also ihr habt Burger gegessen von die den Longhorns. Die waren mega toll. Also empfehlen wir euch auch richtig cooles Fleisch. Und dann ging es für uns nach Österreich und Kroatien am wahrscheinlich südlichsten Punkt, also in der Steiermark, haben wir dann auch unsere Jungs, Basti und Miro, wieder getroffen. Auch Grüße an der Stelle. So konnten wir eine zweite Woche mit den beiden Jungs verbringen, waren in Kroatien, Pula, auch das richtig genial, Garninger Therme, Hall in Tirol und haben wir dann noch ein bisschen Deutschland bis nach, oh Gott, das muss ich aufpassen, Weimar sind wir ja entsprechend unterwegs gewesen. Ist das jetzt schön, dass du jetzt vor der Kamera stehst? Sorry, Miro, Sebastian, wir sind jetzt gerüstet für das nächste Mal in die Höhle, ne? Da haben wir eine schöne... Wieso, Lampe jetzt. Wirst du Frauenarzt? Nein, das nicht. Ach so. Aber in die Steinhöhle.
Das bleibt dabei. Gut, Junge, auf jeden Junge, Fall Junge. War das richtig cool September. Geilen Urlaub gehabt. Was uns traurig gemacht hat, die Videos sind nicht so angekommen, wie wir es wollen. Aber ja, für uns ist es einfach eine Erinnerung, die wir gerne gemacht haben. Das auf jeden Fall. Sonst, der Oktober war, naja, nicht so pralle, weil wir hatten zwar Ende September, Anfang Oktober eigentlich ein tolles Treffen am Lützschow mit den Hanno-Vans. Hm. Da waren auch neue Leute mit dabei, ja, die wir... Da hast du ja gemeint, da meinst du erstmal ein bisschen krank zu sein, ne? Ja, 2 Wochen, mich hat es dermaßen ein Virus weggedonnert, wo ich mir dachte, oh Mann, das ja, ist... blöd gelaufen. War aber echt nicht toll. Für mich war es trotzdem schön, dass ich da sein durfte und konnte. Und ich habe dich ja mitgeschleppt. Ja, du hast ja nur im Bett geschlafen. Ja, ja, das hätte ich aber vielleicht nicht machen sollen. Auf jeden Fall war... seitdem hast du auch ein Omnia? Ja, tatsächlich. Ja, dazu kommen wir dann ab November. Deshalb, viel mehr ist eigentlich im Oktober auch nicht passiert. Mhm. Außer, jetzt muss ich überlegen, das war auch noch im August. Da muss ich zurückblenden. Haben wir wenigstens es einmal geschafft. Einmal in diesem Jahr, dass wir eine liebe Katja und einen lieben Andreas getroffen haben. Ach ja, genau. Mensch, das klappt ja auch nicht immer. Ja, da drücken wir die Daumen. Grüße auch wieder an der Stelle natürlich. Ja, an Frieda. Ja, dass sie jetzt auch bald aus der Erholungskur ist. Das kleine Monster. Ja, naja. Ja. Aber ihr seht, nicht nur wir haben Probleme mit unserem Auto. Es gibt auch andere. Ja. Wir wünschen aber, es hätte gar keine Probleme. Ja, 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 das auf jeden Fall. In diesem Sinne, nächste Frage. Das ist der Bernie. Den hat er vor ewigen Monaten mal gestellt. Mhm. Ich glaube aus, oh Gott, Jagel. Die Ecke, da waren wir ja dieses Jahr auch, letztes Jahr zum ersten Mal. Mhm. Da geht es auch nochmal Grüße an Stefan raus, der aus der Nähe von Lübeck kam mit seiner Frau. Mhm. Da weiß ich den Namen gerade nicht, aber liebe Grüße an euch beiden. War auch toll in Travemünde, die kennen wir. Ja. Also wir haben echt viele Leute kennengelernt. Tut uns leid, wenn wir jetzt hier nicht jeden aufführen, aber jeden, mit dem wir tolle Gespräche haben, mit dem wir, die wir auch per Instagram immer mal wieder... Ist immer wieder schön. Also auch wenn ihr uns mal trefft oder so, sprecht uns auf jeden Fall an. Das. Und bitte nicht unbedingt diese Beste. Danke. Gut. Ja. Auf jeden Fall. Bernie hat gefragt, wäre schön, wenn ihr nach einer Saison mal über die Abnutzung der Reifen nach dieser Maßnahme berichten könntet. Fragestellung. Ja. Wird das Profil überall gleichmäßig abgetragen oder gibt es auf der Lauffläche sichtbare Unterschiede? Ja, das ist schön. Das passt so super in das Thema, denn wir haben nämlich gerade eine Schraube im Reifen. Was hat das jetzt mit dem Reifendruck zu tun? Ja, weil wir ja dann noch, nee, Reifendruck jetzt nicht, aber dass wir ja nochmal was verändern müssen sozusagen. Also zumindest den Reifen reparieren lassen oder ihn austauschen lassen müssen. Aber zur Abnutzung. Ja, zur Abnutzung kann ich nur sagen, ist nichts Besonderes. Also es ist alles super, alles normal und ich habe vorher festgestellt, dass er innerhalb dieses Reifens, also weil er ja eine Wölbung hat, mit 5,5 Bar eher da der Verschleiß ist. Und jetzt ist es gleichmäßiger. Also den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Also der Reifendruck ist jetzt an das Gewicht des Fahrzeuges angepasst. Und das sollte man auch tun. Denn wenn man das nicht tut, dann hat man halt eine Abnutzung an verschiedenen Stellen. Und wenn du zu viel aufgepumpt hast, dann ist die Abnutzung leider in der Mitte. Und dann ist der Reifen halt in der Mitte kaputt und außen ist er noch okay. So einfach ist das. Genau. Ich hoffe, diese Antwort reicht. Wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind schon November, Dezember, Leute. Ja. Also, ihr habt es gleich geschafft. Der Jahresrückblick ist so gut wie zu Ende. Ist dann doch wieder ein längeres Video. Ja, ich hoffe, mit der ein oder anderen Videoaufnahme konnten wir das kurzweilig machen, genau. Ende November, stimmt gar nicht. Anfang November, Ende Oktober waren wir noch im Ahrtal. Oh, der Finger war wieder da. Ja. Ich muss mal Angst haben, wenn der Finger kommt. Auf jeden Fall richtig schön war es da wieder. Wie gesagt, wenn alles gut geht, habt ihr jetzt nochmal einen kleinen Ausschnitt von der Drohnenszene gesehen. Ach, herrlich. Wie schön war das da. Da habe ich nämlich vorher noch meine Drohne gekriegt. Ja. Ja. Was ich dir dieses Jahr alles so geschenkt habe. Ach, das bin ich so glücklich. Also unfassbar. Ja, super. Sogar eine Sache, die wir noch nicht austesten können, weil wir haben draußen für die Markise einen Sonnenschutz uns auch besorgt. Aber, naja. Im Sommer. Im Sommer. Nächstes Jahr im Sommer. Werden wir das gebrauchen können. Ja, und dann hat es eigentlich so Ende November angefangen mit Buggies.
Ach so, Kombüsenstudio, yay! Genau, wir machen ein bisschen jetzt hier auf Johann Lafer und Horst Lichter. Obwohl, das ist eine Pfeife, das ist kein Lichter. Hm. Bei dem gehen manchmal auch die Lichter ja aus. Na, jetzt sind Lichter an. Ja, aber ich will nicht Johann Lafer sein. Ich bin irgendjemand anders. Auf jeden Fall, wir haben also der Kombüsenchef und der Mäkelpott vom Dienst. Genau. Also ihr habt das schon ab und zu vielleicht mal gesehen. Steht zwar immer der Kritiker vom Dienst drin, aber irgendwann werde ich ehrlicher zu euch. Kann ich euch versprechen, es steht der Mäkelpott vom Dienst. Aber wir können euch jetzt schon sagen, lasst euch überraschen, es werden witzige Folgen werden. Ja, wir wissen noch nicht, wie lange es geht. Und ja, wir wissen jetzt, Stand heute, die erste Folge lief jetzt noch nicht so gut. Ja. Aber wir sind nicht wie RTL und sagen, erste Folge war scheiße. Absetzen. Nein. Wir nicht. Wir halten aus. Wir werden euch weiterhin dienstags 18 Uhr mit so einem Scheiß... Nee, mit Essen. Nicht mit Scheiße. Nee, mit das Essen. Kommt danach. Vielleicht genau. Kommt irgendwann... Nee, das werden wir nicht aufnehmen. Na, mal sehen. Nein. Was? Nein. Was ist hier los? Nein, das nicht. Ja. Über Dezember können wir nicht viel reden, außer dass wir natürlich wunderbar unterwegs sein werden. Mhm. Werden noch das eine oder andere bringen. Aber... Wie, sind wir ehrlich genug, die Aufnahme erfolgt ja jetzt nicht am 29. Dezember, sondern wir haben heute den 25. November, also weitaus vorher nehmen wir dieses Video einfach auf, um diesen Jahresrückblick zu machen. Wer weiß, was noch passiert. Ja. Jetzt muss ich gucken. Tja, die letzte Frage von Joachim. Wie geht's eurem Van alles wieder gut? Na, ja. Wir haben es ja euch gesagt, Anfang des Jahres ging es los mit der großen Dieselpest. Und, also, tja. Man kann sagen, alles gut ist es auf jeden Fall noch nicht. Das sage ich ganz ehrlich so, wie es ist. Und, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Mache ich ja die ganze Zeit schon. Bitte? Nächstes Jahr müsste der Wagen zum TÜV, würden wir keinen kriegen. Ja, das definitiv. TÜV auf jeden Fall nicht. Das würde der nicht bestehen, definitiv nicht. Das Thema ist immer noch mit dem Motor, also der Motor ist ja neu, die Anbauteile sind auch neu. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die nicht neu gemacht worden sind, die aber jetzt durch, ich sag mal, viele Reparaturen und so weiter ausgetauscht wurden. Der Fehler aber immer noch da ist. Wir haben nämlich das Problem, dass er eine zu hohe Rauchentwicklung hat. Oder beziehungsweise Rußentwicklung. Keine Rauchentwicklung. Genau. Mach mich nicht Angst. Es ist kein Indianer hier. Nee, Rauch ist nämlich, macht nicht, ist nämlich nicht, sondern es ist Ruß. Genau. Und das ist das Problem daran, dass wir da natürlich TÜV-mäßig durchfallen würden. Ist klar. Ein defekter Injektor, den hatten wir nochmal. Das ist auch normal. Kommt sehr, sehr häufig bei Fiat vor. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und die zerstören halt auch gerne mal diese Partikelfilter. So ist es auch. Vielleicht brauchen wir noch einen neuen. Werden wir sehen. Allerdings muss man sagen, das geht dann auf Kulanz von der Reparatur, die wir jetzt ja gehabt haben. Aber wir suchen halt immer noch. Ne? Das wird halt ein Teil nach dem nächsten. Dann wird das noch gemacht, jenes noch gemacht. Montag wird er jetzt nochmal in die Werkstatt gehen. Da wird er nämlich zu Fiat. Da geht er nochmal, da brauchen wir nämlich Fiats Unterstützung von diesem Portal sozusagen. Die können da ein bisschen tiefer rauslesen. Und, genau. Und das ist genau das, wo ich sage, Balke kümmert sich darum, die fahren mit unserem Auto dorthin, die wickeln das alles ab mit Fiat und ich brauche mich da nicht drum zu kümmern. Genau. Das ist toll. Also für euch, der Fehler ist der P2002, aber wie der entsteht, und das ist das... Komponentenausfall heißt es. Und das ist das, was auch, wie gesagt, unsere Werkstatt sagt, was unser Miss Marple, der Florian, sagt und auch, was die Autodoktoren immer wieder sagen. Es nützt ja nicht, eine Sache auszutauschen, weil das jetzt defekt ist, sondern man muss auch ermitteln, wie es zu diesem Fehler kam. Genau. Damit es nicht immer wieder, weil sonst sind wir über Jahre an dieser Werkstatt gebunden. Wir haben jetzt schon mal, ich habe böserweise gesagt, Buggy ist ein Scheidungskind. Am Wochenende ist es bei uns und in der Woche ist es in der Werkstatt. Okay, wir haben keine Parkplatzprobleme, aber wir haben das ein oder andere vor und würden gerne lieber Buggy bei uns haben. Wir wissen, es ist bei Florian und also allgemein bei Autos bei gut aufgehoben. Ja, das ist alles abgesperrt und so weiter. Wir möchten ihn gerne doch bei uns haben. Ja, ja. Hm. Ja. Also, wie gesagt, wir sind weiter dran. Wir werden aber sicherlich es finden. Da sind wir sehr zuversichtlich und da ist unsere Werkstatt auch sehr zuversichtlich. Wie gesagt, wir müssen halt das ein oder andere vorher erstmal abchecken, bevor wir den DPF, also den Dieselpartikelfilter, nochmal neu machen. Das wäre halt blöd, wenn denn doch noch was anderes ist. Wir gehen aber davon aus, dass es der defekte Injektor gewesen ist. Mal sehen. Ja, November
habe ich noch ein wunderbares Schreiben von Thorsten bekommen von der TK Autosattlerei. Jo. Der hat ein tolles Produkt hergestellt für die B-Säule. Genau, und zwar aber auf der Beifahrerseite, ne? Das ist, glaube ich, egal. Na, da passt es, glaube ich, nicht hin, weil da ist die Handbremse. Dann ist es für die Beifahrerseite. Ja. Auf jeden Fall eine Tasche, weil man immer wieder, was man in einem Van immer braucht, ist Stauraum, Stauraum, Stauraum. Und er hat eine wunderbare Idee gehabt und hat sie umgesetzt. Genau, und ihr wisst, wir machen keinen Werbekanal hier, aber wir erzählen schon mal, wenn was cool ist und wenn wir sagen, ey, das hat uns richtig gut gefallen, dann wollen wir es euch natürlich auch zeigen und nicht vorenthalten. Und das werden wir jetzt tun sozusagen. Ja, wir blenden euch das genau. Ja die Zeit ein. Also ihr seht ja, genau. Also es ist eine ganz, ich sag jetzt, einfache Tasche. Also ja. Die Idee ist so simpel. Aber sie ist Gold wert. Sie ist also Gold wert. Ist wirklich toll. Hochwertiges Material. Wir blenden euch das mal ein, wo ihr sie kaufen könnt. Genau. Wir werden Langzeittests machen bis jetzt. Stand heute, wo wir sagen, richtig cooles Produkt. Und endlich sind unsere Schuhe verstaut und auch der Handfeger, ja, vernünftig und so weiter. Verstaut. Ja. Sie waren da immer in der Ecke, aber nicht vernünftig. Und was auch wirklich ist, weil dann hieß es bei langen Latschen, also ich habe Schuhgröße 46 bis, also die Latschen sind teilweise ein größeres. Ich habe schon große Schuhlatschen. Genau, da kann es dazu sein, wenn man den Sitz dreht, dass es vielleicht zu Problemen überhaupt führt. Nicht. Nö. Also bei uns nicht und das habt gar ihr nicht gerade gesehen. So, was Positives für uns am Schluss noch gesetzt, weil sonst wäre die Frage von Joachim einfach traurig gewesen. Mhm. Aber wir wollen einfach den Schluss finden. Wie gesagt, sechs Fragen haben wir euch beantwortet. Wir haben einen Jahresrückblick euch gegeben. Wir freuen uns auf noch tolle Videos, die in diesem Jahr kommen. Wie gesagt, der Jahresrückblick ist ja relativ zeitnah. Hätte ich jetzt meinen Laptop, wüsste ich, wann der kommt. Ich glaube, jetzt muss ich rechnen. Der kommt schon nächste Woche. Aha, na siehst du. Deshalb ist das. Also der kommt jetzt Anfang Dezember, kommt der Jahresrückblick. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Wir können euch auf jeden Fall empfehlen, was wir heute euch alles in dieser Sendung schon, in dieser Folge gesagt haben. Und freut euch auf weitere Folgen Buggys Konfusionsstudio. Und wie gesagt, wenn alles für uns klappt, Plan NVR, werden wir eine tolle Weihnachtszeit in Norwegen haben, euch richtig tolle Bilder schicken. Also wie ist Weihnachten in Norwegen? Kai ist ja bis dahin hoffentlich wieder weg aus Norwegen. Das war der Plan. Aber so haben wir es gehört. Nein, Kai kann da die ganze Zeit sein, aber wenn ich höre, ich glaube, Weihnachten feiert er dann doch mit seiner Familie. Kai ist Weihnachten bei seiner Familie. Und genau. Der Kaiman soll ja eigentlich wieder zurück. Mal sehen, abwarten. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich sehe das noch nicht. Ich sehe ja schon kommen, dass zukünftig Zottel eine Anhängerkupplung hat, wo dann der Kaiman hinten dran ist. Nein. Schauen wir mal. Und was wollte ich denn noch sagen? Und ja, Buggys Kombüsenstudio wird doch das ein oder andere coole Folge. Ich denke ja. So. Dann soll es das jetzt gewesen sein. Wir wünschen euch alles Gute. Ja, eigentlich, ich sag mal jetzt frohe Weihnachten, guten Rutsch. Je nachdem, ob ihr danach unseren Kanal nicht mehr weiterguckt, das weiß ich ja nicht. Ja. Und wichtig, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Merry Christmas und alles, was dazu gehört. Feliz Navidad. Und was gibt's da noch? Mach das Ding aus! Weiß ich nicht.